Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry, die New Dawn, liebe Patienten, und haben in der letzten Folge noch ein paar Vorteilspunkte gesammelt. Genau, die werden wir gleich mal ausgeben. 9 Stück, weil irgendwas müssen wir ja mit den Dingen anstellen. So, hier oben fehlt uns noch was. Beute flieht weniger, nicht mehr so schnell. Fische sind leicht, Anton, wenn der Haken. Ja, klar. Hier brauchen wir noch Zähne. Nimm mal das einfach mal mit hier. Weil dann haben wir so gut wie alles erstmal dann hier eingesammelt. Dann fehlt nur noch das da. So. Was stellen wir noch an? Ich heute noch nicht sehen, so, ich habe mir überlegt, ich vergesse mit den Feuerstößen. Wir machen das vollautomatisch. Da kann ich die Feuerstöße selber steuern. Okay. Alles klar. So. Ich will das Bötchen da rein. Alles klar. So. Fahrzeug einsteigen. Mal gucken, ob unser Freund Jerome dann auch dabei ist. Los geht's. Alter, bist schon. So. Weil der Plan ist nämlich jetzt von hier aus nach da reisen. Dazu fahren wir ein bisschen mit dem Bötchen. Oh, ich weiß gar nicht, ob man da drüben das andere Gebiet überhaupt betreten kann hier. Ah, okay, verstrahltes Gebiet. Also da sollte man nicht zu dicht rankommen. Oh. Also damit ist das auch geklärt. Wie das denn sich so mit dem anderen Gebiet verhält. Ein bisschen laut, das Bötchen, aber sonst okay. Aber damit können wir das Ganze ja ein bisschen aufdecken, kommen relativ zügig davon. Oh. Der geht uns nicht auf den Keks. Weil wir sind einfach zu schnell für den. Der Mond scheint ja auch supi. Oh, wir gucken mal auf die Meteranzeige, bis die nicht mehr kleiner wird. So, ich glaube, jetzt sind wir langsam. Mal einen Blick auf die Karte werfen. Oh, wir können sogar relativ weit. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist das Sägewerk. Okay, dann sollten wir das Sägewerk aber nicht direkt anfahren. Ja, dann auch noch hier drüben bleiben. So. Weil das Boot ist nämlich nicht bewaffnet. Okay. Mit einer Droge namens Bliss vergiftet. Wenn du dich ihrem Territorium näherst, musst du vorsichtig sein. Es wird merkwürdig und gefährlich. Okay. Ich hör's nicht, wie Hunde schreien. Was? Ah, da. So, das ist schön. Jetzt hat er auch die nächste Fähigkeitsstufe erreicht. Alle Klepp. Okay. Schau mal, Helferauswahl. Die brauchen auch nur noch ein bisschen. Wir können uns ja mit den Schweinen mal auseinandersetzen. Warum eigentlich nicht? Mal ein bisschen Spaß mit dem Schwein haben. Okay, melde dich, falls du mich brauchst. Okay. Der drüben mit das gibt. Die Frage ist, wie weit der wir da an Land gehen können. Wo bist du, Schweinchen? Schweinchen? Schweinchen, da bist du. Kann ich dich krauen oder was? Ja, wir können das Schwein krauen. Also krauen wir eine Runde das Schweinchen. Wer wollte schon immer ein Schweinchen krauen? Die Frage ist, wie weit es sicher ist, hier durchzuschwimmen. Weil ich habe keinen Bock auf irgendwelche Haikacke. Aber andersrum habe ich auch keinen Bock, da ewig zu schwimmen. Was hast du denn da angerichtet? Tja, da ist ja mal Jerome gestorben.
Aber zum Glück nicht unsere Schuld. Die Frage, ob das... Haben wir denn hier gesammelt? Pongo-Hornhaut. Naja, es wird wieder hell. Ich bin gerade ein bisschen planlos, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Weil, wie kommen wir da rüber? Okay. Irgendwo wird hier heftig gekämpft. Die Frage ist, wo? Weil da würde ich gerne heftig mitkämpfen. Oh, wo? Ah, hier. Die Frage ist, wer da gegen wen kämpft. So, auch mal einen erledigt. Wo? So. Da schaffen wir dann jetzt auch unsere Kills mit Pfeil und Bohr. Okay. Tja, schön, dass du Vegetarier bist, ist dem Schwein aber egal. So, wir brauchen ja noch die Kills. Was ist denn hier los? Okay, erledigt. Okay. Aua. Eigentlich wollte ich gar nicht so schnell die Kills haben. Das Schwein macht das schon. Wo steht die Sau? Ah, da. So, so einfach haben wir die Schleudermateur. Das war ja schneller als gewollt. So, da liegt auch noch einer rum. Plündern wir mal ein bisschen was. Das ist schön, dass die über mich reden, solange sie nur was Gutes reden. Ist das auch supi? Fünfe. Was haben wir denn hier? Ja, ist die Lungengeschichte nochmal. 4, 4, 4. Käufe 2. Naja. Käufe erst 3. Können wir noch was verbessern? Ah ja, hier können wir die Lungennummer verbessern. Upgrade ermöglicht im Scharfschutz. So. Auch nochmal gekauft. Alles klar. So. Sollten wir uns vielleicht hier auch nochmal ein bisschen umschauen? Vielleicht gibt es hier noch was zu sammeln. Oh. Halt mich aber erschreckt, mein Freund. Aha. Die Frage, wie kommen wir da rein? Indem wir einfach da wild drauf einprügeln? Ah, hier haben wir noch einen noch zu befreien. Das war... Okay, Fortsetzpunkt. Ich habe gehört, die Maskierten hätten deine Siedlung angegriffen. Okay, ja. Eingreifen hätte sie zurückgetrieben. Spannend, falls es stimmt. Am Ende erfüllst du wirklich noch Josephs Prophezeiung. Ich hoffe, du bist die Antwort, die wir suchen. Wo redest du? Ich höre Stimmen. Ach du. Ah, deswegen, das ist dir Gebiet, deswegen. Boah, das Schwein macht mir ein bisschen irre. Und spannend ist, dass wir da nicht reinkommen. Obwohl dann doch einiges zu looten da ist. Hm. Naja, egal. Wir müssen mal gucken, wo wir jetzt hinwollen. Wir lassen uns schon wieder viel zu viel von Quatsch ablenken. So. Dann doch mal zu dieser Fotostelle rüberlatschen. Da haben wir dann wesentlich noch ein Foto gemacht. Nachladen.
Solches, das kann man. Okay, hier haben wir noch ein Schild für Viecher. Was für Viecher wollen uns hier töten? Ah ja, wilde Hunde. Ich dachte schon, da kommt schon das erste, aber da war wieder bloß ein Tapirvieh. Okay. Pongo-Fleisch. Okay, hier lang runter. Ein bisschen unwegsamer das Gelände, muss man ja schon mal so zugeben. Okay, Kletterhang nehmen und abseilen. Und schauen Sie wieder unten. Doof wäre natürlich, wenn der Abstieg um. Das Schwein ist hier wie eine Lawine. Okay. Meinst du? Da war er nicht. Da ist er auch weg. Supi. Stehst du einfach in einem Baum, der ist planlos. Okay. Das ist ein interessantes Gebiet hier. Aber eigentlich wollen wir auf. Okay, du bringst ihn tot. Aber eigentlich sind einmal deine Kumpels alle tot. Ist geil, wie das Schwein den gleich über den Haufen gerammt hat. Lassen wir mal das. Ist aber laut hier. Das Schwein macht das schon. Dann kriegt nämlich auch das Schwein die Kills. Und wenn die Schweins die Kill kriegt, dann ist das gut, weil dann levelt das. Oh, hier gibt es Sechse. Ich ahne schon, wo das Foto uns hinführen wird. Okay, Kirche. Ah! Die Kirche kommt uns da auch bekannt vor. Finde den Foto. Alles klar, Fortschrittspunkt erhalten. Und hier gibt es sicherlich noch einiges zu suchen. Ich glaube, ist das nicht Josefs Kirche hier gewesen? Ja, dann durchkämmen die mal das Gebiet hier. Wir durchkämmen auch mal das Gebiet. Okay. Ja, das Schwein macht das schon. Boom, auch hin. Echt super, diese Bogennummer. Aber gut, vielleicht sollte man da mal aufheben, weil man wirklich mal lautlos töten müssen. So, auch weg. So, da wird die Mucke zu laut. So, wir gucken uns hier weiter um. Und versuchen wir mal. Ist eigentlich ziemlich interessant hier. Möchte nie wissen, was man hier noch alles finden würde, wenn man hier ein bisschen rumtauchen würde. Aber hoffentlich gibt es hier keine Fische, die uns töten wollen. Das wäre auch supi, weil darauf habe ich gar keinen Bock. Okay, eine Kiste. Weil hier ist so viel Möglichkeit, dass das Zeug hier irgendwo überall versteckt ist. Aber wie gesagt, hier mal Joseph seine Kirche. Da müssen wir auf alle Fälle aber rein. Da wären wir auch da reingekommen. Und rauf. So, was haben wir denn hier? Notiz eines Auserwählten.
Alles hat sich so schnell verändert. Die Welt, der Vater, sein Weg für uns. Ich habe überlebt, preise den Vater in einem kleinen Bunker. Nach Monaten kann ich an einem kleinen Boot her, um zu beten und fand andere. Er sagt mir, wir wären durch das Tor nach Eden marschiert und ich müsste dann mein Boot und meine Waffen aufgeben. Jakob hätte gelacht, aber der ist nicht hier. Andere Auserwählte geben mir einen Bogen. Wir ziehen jetzt los, um weitere Überlebende zum Vater zu bringen. Hier der gleiche Text oder was? Suche nach dem Vater. Ich verließ eine Kirche. Megan. Sagte mir doch auch irgendwas. Wem einfällt, wer Megan war, der kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, weil der Name kommt mir so bekannt vor, aber ich kann ihn jetzt nirgendwo eintüten. So. Ah, das ist die Insel. Ah, ich verstehe. Das ist, glaube ich, die Startinsel. Oder? Ich habe keine Ahnung. Obwohl, das könnte die Startinsel sein. Ich persönlich würde aber gerne nach da wollen. Und das ist mein Problem. Weil das ist da drüben. Und das da drüben. Ah, hier ist was zu angeln. Dann angel raus hier und auswerfen. Mal gucken, ob wir hier fangen können. Außer Wildschweine. Manchmal muss man entspannt sein und einfach angeln. Weil im Angeln entspannt und dann, wenn wir... Okay. Okay, mal gucken, ob das jetzt hier besser beißt. Ja, da ist ja einer. Wäre schön, wenn er einfach nur ein Stück rüberschwimmen würde. Da ist auch einer. Ich würde noch einen Fisch haben zum Schluss. Siehst du, da hat sich doch noch einer angeschlichen hier. Und was ist es? Ein Löffelstör. Supi. Alles klar, wir kommen aber wahrscheinlich nicht drum rum, dass wir irgendwie da rüber schwimmen müssen. Aber wenn ich das da sehe, sollten wir das dringend lassen. Mit Schwimmen wird da nichts. Wir brauchen definitiv ein Boot. Und zwar da ziemlich schnell. Werfen wir mal einen Blick auf die Map, ob es irgendwo hier auch ein Boot gibt. Ich bezweifle es. Also da brauchen wir ein Boot und das haben wir nicht hier. Die Frage, ob wir hier auch außen rum rumlaufen können, das weiß ich nicht. Aber das werden wir wohl heute nicht mehr rausfinden, weil wir haben kein Boot. Und wir bewegen uns dann doch lieber mal zu Joseph. Mal gucken. War eine wirre Folge heute. Es war ein bisschen was gemacht, aber nichts erreicht. Ist auch mal komisch, wa? Ja. Wir müssen in diese Richtung hier einfach weiterlaufen. Und dann werden wir dann in der nächsten Folge dann die mit Joseph reden. Oh. Moment, ich werde mal einmal die Map setzen. Und da finden wir dann auch ein Boot. Das ist auch supi. Diese Richtung. Da wird man dann auch ein Boot finden und mit dem Boot haben wir dann auch wirklich eine Chance, da drüben das dann einzunehmen. Weil das werden wir wahrscheinlich nur über Boot schaffen. Aber so wahrscheinlich sonst nicht. Gut, 200 Meter. Hier noch kurz auf den Berg rauf, dann werfen wir einen Blick und dann wissen wir, wo wir dann das nächste hin müssen. Ah, genau hier lang runter. Ja. Da drüben ist auch wieder Disco-Party am Feiern. Aber das ist heute nicht mehr unser Problem, weil die Zeit ist nämlich rum. War eine wirre Folge ohne großen Ergebnissen, außer doch, ich habe keine Ahnung. Ihr habt sie gesehen, ich werde es dann wissen, wenn ich im Schnitt habe. Weil alles kann ich mir auch nicht merken. Und wir haben unseren neuen Freund hier dabei. Das Schwein, das ist einfach supi.
Bis dahin, nicht vergessen, folgt mir ruhig auf Instagram, da gibt's auch das eine oder andere schicke Bild und das, was ich sonst so treibe. Würde mich freuen, kostenlos abonnieren, wenn ihr das bis hierher geschafft habt. Und sonst bleibt mir nur eins zu sagen, ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.